Don't tell me that's what I think it is! Hurry! To the top! Yuck! No sign of the Senta Monster. And no sign of Chloe either. This can't be good. Greetings. I should praise you for your sense of dramatic timing. Behold the Sphinx! The face of your demise, Ladybug and Cat Noir. Now do you understand why I wouldn't have missed this for the world? Spare us your theatrics, Hawk Moth. Just tell us where Chloe is. Chloe is safe. How heroic of you to worry about her in spite of everything she's done to you. Heroic, but pointless. You used her like a pawn. And for what? To come up with another Senta Monster? You know we'll beat it like we always do. There seems to be something of a misunderstanding. The Sphinx was not meant for you. It was meant for the people of Paris. See? Soon it will fly over the city and spread its toxic powder, imprisoning every single Parisian into a stasis of despair and sorrow forever! No! These people did nothing to you! Actually, there is a way you can avert this crisis, Ladybug and Cat Noir. And that is by handing over your miraculous to me. You really think that after seeing you take advantage of your power, we'd give up our miraculous? We'd never allow you to harm even more innocent people. So be it. Then my Sphinx will beat the two worthless pawns that you are in one single strike. Checkmate, Ladybug and Cat Noir! Meet your doom, Ladybug and Cat Noir! Okay, ich glaube, wir müssen erstmal wieder ausweichen. Oh, verdammt nochmal, gegen die Wand zu laufen ist keine gute Idee. Oder gegen die Stacheln. Oder sollen wir hier blocken? Okay, das Einzige, was bis jetzt... Das Einzige, was bis jetzt tun kann, ist aus meiner Sicht ja bloß ausweichen. Wir haben schon zwei Herzen verloren, aber... Okay, das sieht doch, er sagt, schon mal gut aus. Wir müssen warten, bis er sagt, Swings... und seinen Stachel hineinrammen will. Okay, vielleicht sollten wir es hier aber mal versuchen mit Blocken. No! Ladybug, are you all right? I saw you breathing that powder. Say something! I'm sorry, kitty cat, but I can't. I'm exhausted. We're out of our league here. Don't give up now, m'lady! It's pointless.
Hawkmoth is too strong. Fight it out, Ladybug! These are not your real thoughts. What's the point anyway? We always fight. On and on. We fight endlessly. Because there's always evil out there that needs to be stopped. And if we don't stop it, who will? I'm not cut out to be a superhero, Cat Noir. The truth is, I just want to be a normal girl. We might as well just give up. No! Don't move. You're right, Ladybug. What's the point of it all? There's been too much fighting, and too many people have suffered because of this conflict. You have the opportunity to make it stop, Ladybug. Everything could end tonight. Now, give me your Miraculous. Let me take that burden off of you. See that, Ladybug? There are thousands in the streets marching toward the Eiffel Tower to support you. Everyone in this town believes in you. They haven't given up on you. And I haven't given up on you. It doesn't matter. I'm afraid Ladybug's already made up her mind. Am I right? Come on, Ladybug! Don't let us down! We all need you! Let's wrap this up, Cat Noir. You know the drill. Yeah! Okay, Sphinx? Im Wand? Was? Hallo! Sunglasses? At night? Cat Noir, do you know what no butterfly in the world can resist? Romantic flowers? Yes, but what they like the most is to feast on light! What are you doing? Through darkness comes the light. Where are you going with this? No, stop. Come on, Ladybug. Let's end this. Das war jetzt ein Fehler. Da hat man wohl ein bisschen an die Animation gespart. Weil hierbei handelt es sich ja nicht um einen Akuma, sondern um einen Amok. Also um eine Feder. Aber trotzdem, das verstehe ich jetzt also hier wieder nicht. 449 Energiekugeln. 99 Macarons. Ich habe jetzt also auch wieder das Level so gründlich abgesucht, wie es bloß gehen kann. Es könnte natürlich jetzt sein, dass irgendwo, naja, beim Anfang des Eiffelturms irgendetwas, ja, nicht richtig aufgeploppt ist, weil die Kamera auch so blöd war, als man ja sagt, ja, rund um den Eiffelturm ja ging. Aber, na, seit dem letzten Level
mit der Pariser Kanalisation und jetzt ist er auch hier mit dem Eiffelturm. Da habe ich jetzt sowieso keine Lust mehr darauf, die 100% zu sammeln. Ich werde jetzt in den nächsten Parts jetzt auch nochmal kurz mal den Akuma-Modus anschmeißen. Und dann vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Aber das ist jetzt einfach nur noch lächerlich. Einfach nur lächerlich. Und wo ist jetzt überhaupt Chloe abgeblieben? Oh, bye bye, kleiner Schmetterling. Ja, sieh mal einer an. Der Abspann jetzt in diesem Spiel nennt sich also Guthaben. Hab mich ja schon gewundert, was er sagt, aber im Hauptmenü mit Guthaben die ganze Sache hier zu tun haben soll. Was ich jetzt allerdings hier auch noch ein bisschen schade finde, ist natürlich die Tatsache, dass hier beim Abspann keine Melodie da ist. Also da hätte doch so oder so doch noch gut und gerne die Melodie zu Miraculous Ladybug ablaufen können. Hätte er gesagt, nun wirklich ziemlich gut gepasst. Aber gut. Ja, das war dann jetzt also erstmal die Hauptstory von Miraculous Ladybug gewesen. Ich muss ja sagen, das Spiel hat mir gefallen. Und ich habe ja sowieso noch ein paar Klitzekleinigkeiten hier zu erledigen, bevor ich das Let's Play beenden kann. Vor allem natürlich will ich ja nochmal den Akuma-Modus ausprobieren, mal sehen, wie der denn so ist. Darüber hinaus, ja, haben wir immer noch nicht Adrians Geburtstag gefeiert. Marinette konnte ihm immer noch nicht ein Geburtstagsgeschenk überreichen. Das müsste jetzt sowieso auch noch nachgefeiert werden. Dann haben wir sowieso noch einige Sachen in Marinettes Album zu erledigen. So zum Beispiel auch die Freundschaftsbilder zu Alia, Nino, Kagami, Luca und eventuell sogar auch noch Max zu vervollständigen. Bei Alia sind wir ja sowieso auch schon so gut wie fertig gewesen. Bei den anderen hatten wir erst angefangen. Und ansonsten würde ich ja sagen, anstelle der Musik noch weiter zu sammeln, vielleicht ja die Charakterinfos noch versuchen aus dem Shop zu kriegen. Aus dem Kwami-Laden. Weil ich denke mal, das wäre sinnvoller gewesen für mich, als die Musik einzusammeln. Nun denn, wie dem auch sei, jetzt werden erstmal hier alle, ja, Mitwirkenden des Spieles von Magic Pockets, Game Mill Entertainment und Zack Play dann sowieso erst nochmal kurz ohne Musik. Gezeigt. Ja, aber ansonsten, ich fand es in Ordnung, das Spiel. Muss man ja sagen. Es war ein schönes Spiel. Für einen Miraculous-Fan ist das nun wirklich auch nicht schlecht. Man hätte natürlich ja noch ein paar Bosse mehr einbauen können. Ich hätte ja auch zu gern gegen den Pharao gekämpft. Darkblade wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Gamer gehört ja sowieso zu einem meiner liebsten Superschurken aus Paris. Aber ansonsten, was würde Sakir auch nicht so gut, auch nicht so sehr fehlen, wenn er sagt, der Boss drin wäre? Glaciator, der Eisverkäufer von Paris. André wäre es auch nicht verkehrt gewesen. Vielleicht noch irgendwie auch noch die Prime Queen. Oder, was er sagt, auch nicht schlecht gewesen wäre, wie hieß sie denn jetzt? Er sagt noch Manon, Superschurken Puppeteer. Das wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn wir, einen Bossfight gegen Puppeteer gehabt hätten und wir dann, noch gegen Puppen von den, Helden oder, auch von anderen Superschurken kämpfen müssten, die dann natürlich auch noch ihre speziellen Fähigkeiten dabei hätten. War es ja auch nicht verkehrt. Oder wäre auch nicht verkehrt gewesen. Ansonsten, ja, war ja nicht schlecht gewesen. Wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, wenn er sogar noch die Superheldenvielfalt hier auch noch ein bisschen verstärkt gewesen wäre. Aber hey, vielleicht in irgendeiner nahen Zukunft oder fernen Zukunft, vielleicht kommt dann noch ein weiteres Miraculous Ladybug and Cat Noir Spiel. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Und auf jeden Fall wären dann sowieso noch einige Möglichkeiten offen. Besonders ja auch jetzt aktuell, weil das Spiel hier spielt ja sowieso auch zwischen Ende Staffel 2, Anfang Staffel 3. Warte mal, nein, das war anders. Anders. Sorry, das Spiel hier spielt ja, zwischen Staffel 3 und Staffel 4. So war es ja gewesen.
weil hier noch Majura mit dabei war. Also mit Staffel 4 oder Staffel 4 zwischen Staffel 5. Da könnte man eigentlich noch ein Spiel machen mit Shadow Morph. Und dann ist es auch noch mit anderen Superhelden, wie er sagt, nicht Volpina, das wäre jetzt falsch, so wie Rena Rouge, oder er sagt, okay, ich muss ja sagt wirklich sagen, das ist ja sagt der einzige Superheldenname, der mir eigentlich so richtig im Begriff bleibt. Geblieben ist. Aber wie dem auch sei, können wir jetzt, ich denke mal, ich drücke er sagt jetzt mal zurück und dann mal sehen, was er sagt jetzt hier noch kommt. Ja, Purple Tigress, das wäre sogar auch nicht schlecht gewesen. Julika. Luca mit den Schlangen Miraculous Zest wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Für ein Spiel. Oder Vesperia? Nun denn, wie sieht's denn jetzt hier aus? Sprich mit Alia, eins noch. Und was... Erzähl mir nicht, was ich zu tun habe, Ladybug! Ich hatte meine... Moment, wo bin ich? Chloe. Du, was willst du? Ich schätze, ich schulde dir die Wahrheit. Ich habe den Deal zwischen dir und Hawkmoth arrangiert. Hoch so peinlich, nun danke für nichts. Wenn ich Hawkmoth wäre, wärst du gefeuert. Sei versichert, dass ich auch nicht wollte, dass es so ausgeht, Chloe. Als ob ein Superheld zu sein ist ohnehin überbewertet. Ich habe keine Zeit dafür. Dem würde ich nicht zustimmen, Chloe. Ladybug behandelt dich wie eine wertlose Schachfigur und sieht nicht die Königin, die du wirkst, tatsächlich bist. Du sollst dich aufgeben und deinen eigenen Weg finden. Vielleicht. Nee, lächerlich, absolut lächerlich. Tja, bye bye, kleiner Schmetterling. Wunderbar, sag ich da, aber jetzt die Sache mit Alia fehlt hier noch. Hey, schon vergessen, heute ist Adrians Geburtstag. Armer Adrian, nach all dem, was passiert ist, die Schule geschlossen, die Stadt im Lockdown, Hawkmoths Anschlag auf Paris. Sieht so aus, als müsste er seinen Geburtstag alleine feiern. Du musst etwas tun, Marinette. Das ist deine Chance, Adrians Geburtstag zu retten. Du bist immer für mich da. Du bist immer für mich da, Alia. Bei allem, was wir schon durchgemacht haben. Max wird schon wieder akkumatisiert. Chloe wird entführt. Die ganze Stadt schwebt in Gefahr. Und doch findest du immer Zeit für mich. Natürlich, ich weiß, dass deine Gefühle für Adrian nicht einfach vorübergehen. Naja, warte mal ab bis Staffel 5. Da verliebt sich ja Marinette in Cat Noir. Und wiederum, da verliebt sich sagt Adrian in Marinette. Tja, es wird, sag mal, wieder das reinste Gefühlschaos dort werden. Ich möchte dir wirklich helfen, den Mut zu finden, ihm deine Gefühle zu offenbaren. Wow, dass du das sagst, bedeutet mir sehr viel, Alia. Es ist ein schönes Gefühl, dich als beste Freundin zu haben. Das meine ich ernst. Okay, bevor meine Augen ganz feucht werden, muss ich dir dringend noch was sagen. Adrian ist im Weg nach Hause, jetzt gerade, und zwar allein. Soweit ich weiß, hat sein Vater ihm erlaubt, vom Fechten nach Hause zu laufen. Okay, aber worauf willst du hinaus? Denk doch mal nach, geh zu ihm, er muss am Boden zerstört sein, weil wegen dieser ganzen Sentimonster-Sache seine Geburtstagsparty abgeblasen wurde. Du meinst jetzt sofort? Ich lass dich mal in Ruhe, Marinette. Tschüss! Alia, warte! Okay, dann wird das Ganze, sagst du, beendet hier. Geh zu Adrian und da fehlt der Sack immer noch eine Sache. Na gut, schneller Wechsel. Nathalie? Adrian! Marinette, gut zu sehen, dass du gesund und munter bist. Ich bin kunterbunt. Ich meine, rund und munter. Nein, alles gut. Ich bin okay, okay. Gut zu hören. In letzter Zeit scheinen viele Leute, die mir im Herzen liegen, verletzt worden zu sein. Zuerst Max, der akkumatisiert wurde, weil er dachte, dass wir alle sein Spiel kritisieren. Autsch, tut immer noch weh, oder? Und dann noch Chloe, die von Hawkmoth dazu manipuliert wurde, all diese bösen Streiche zu spielen. Klar, Chloe ist krass, aber sie lässt sich schnell ins Boxhorn jagen, wenn man ihre Schwächen kennt. Wir sind alle auf ihre Streiche reingefallen, aber am Ende wurden unsere Gefühle wirklich verletzt. Verstehst du? Du hast recht. Ich habe nachgedacht. Worüber denn? Ladybug kann so ziemlich alles wieder gut machen, wenn sie die Schlacht gewinnt, oder? Ich schätze schon, ja.
klar, materielle Dinge kann sie reparieren, aber was, wenn unsere Gefühle verletzt wurden? Was willst du damit sagen? Was ist mit Max? Er war vorhin wirklich verletzt. Und was Chloe angeht, ihr Selbstvertrauen muss am Boden sein. Und die Ängste, die Bewohner von Paris wegen dieses Monsters ausgestanden haben müssen. Was, wenn sie nie mehr verschwinden? Daran könnte selbst Ladybug nichts ändern. Menschen erholen sich, Adrien. Sie stolpern, sie fallen, aber sie kommen immer wieder auf die Beine. Genau dafür stehen Ladybug und Cat Noir. Sie lehren uns, dass selbst wenn alle Hoffnung verloren scheint, es immer einen Silberstreif am Horizont gibt. Ja, wir sind verletzlich, aber das lehrt uns zu heilen, uns auf andere zu verlassen und an all den guten Dingen festzuhalten, die uns Kraft geben und glücklich zu sein. Wow, du bist ja ganz... Ganz was? Oh nein, ich langweile dich, stimmt's? Ich quatsche dir die Ohren voll, obwohl du wahrscheinlich viel interessantere Dinge zu tun hast. Bitte entschuld... Du bist ganz Marinette. Du bist immer so positiv, unglaublich. Bleib immer wie du bist, ja? Du hast mich fast vergessen lassen, dass meine Geburtstagsparty abgeblasen ist. Oh, dein Geburtstag, stimmt ja. Wir können immer noch eine Geburtstagsparty für dich schmeißen, Adrien. Es ist noch nicht zu spät. Leider schon, ich muss nach Hause, Marinette. Nein, wir werden etwas improvisieren. Vielleicht sollten wir einfach allen Texten, die wir kennen. Wir können uns ein Eis bei André holen und dann zum Place de Vos gehen und dort ein Eispicknick machen. Wie hört sich das an? Tja, hört sich interessant an. Ja, nochmal mit den Freunden sprechen. Das wäre eigentlich wirklich das ideale Finale. Aber erstmal abwarten, wie es noch weitergeht. Also gut, fangen wir da mal an, mit allen zu sprechen. Mit denen es möglich ist. Es mag seltsam klingen, aber ich finde diese Phase der Trauer, die die Stadt durchgemacht hat, hat auch etwas Interessantes. Was willst du damit sagen? Es war, als hätte Chloes Schrei nach Aufmerksamkeit in all unseren Herzen wieder. So etwas habe ich vorher noch nie gespürt. Einen Moment lang wollte ich nur, dass mich jemand in den Arm nimmt und mir sagt, dass er mich liebt, egal was passiert. Aber niemand kam und das macht mir Angst und ich hatte dafür alles aufgegeben, woran ich mich sonst festklammerte. Wow, das trifft es ziemlich genau. Ich habe dieses Gefühl selbst erlebt. Glaubst du, dass Chloe das jeden Tag durchmacht, dass sie ihr an Zuneigung mangelt? Das würde zumindest erklären, warum sie immer so gemein ist. Naja, bei der Mutter... Wünschst du nicht, du hättest mehr tun können? Mehr für Adrians Geburtstag, meinst du? Ich meinte Ladybugs und Cat Noirs letzten Kampf gegen Hawkmoth. Sie haben ihre Leben aufs Spiel gesetzt und was haben wir getan? Wir haben zu Hause vor den Nachrichten gesessen und darauf gewartet, dass es vorbeigeht. Ich wüsste nicht, wie du mehr hättest tun können, Kagami, es sei denn, du hast geheime Superkräfte. Du hättest auf die Versammlung zur Unterstützung von Ladybug und... von Ladybug gehen können. Alia war dort. Ich gehe nicht auf Versammlung. Oh. Ich fühle mich in Menschenmengen einfach nicht wohl. Schon okay, kein Problem. Vielleicht ein kurzer Wechsel. Reden mit Nino. Geht er sogar auch nicht. Also, dann bleibt nur noch Alia übrig. Hey, was du eben gerade... Was du da eben gemacht hast, war ganz schön beeindruckend. Ich weiß. Aber nur um sicher zu gehen, über welche beeindruckende Tat reden wir gerade? Deine Botschaft in den Nachrichten, das war der Hammer. Oh, das war das nicht peinlich und die Wahrscheinlichkeit, dass Ladybug die Botschaft gesehen hat, dürfte gleich null sein. Das weißt du nicht. Du glaubst also ernsthaft, dass sie mitten im Kampf gegen Hawkmoth und das Überleben von ganz Paris ihr Handy zückt, um in den Nachrichten zu checken, wie sie sich so schlägt? Tja, wenn du es so ausdrückst. Trotzdem, danke für deine Unterstützung. Alles, was am Ende zählt, ist, dass Ladybug und Cat Noir wieder einmal den Tag gerettet haben. Okay. Eine Weile später mal wieder. Es gibt Gutes in dir. Geh zum Le Grand Hotel und stell sicher, dass Chloe okay ist. Glaubst du, dass Ladybug gestern meine Nachricht bekommen hat? Ladybug mag Paris gerettet haben, aber du hast Adrians Geburtstag gerettet, Marinette. Okay, dann als nächstes geht es also... Dafür kann ich dir nicht genug danken, Marinette. Alle meine Freunde, ein herrlicher Park, gute Musik, was mehr könnte ich mir wünschen? Ja, aber es tut mir so leid, dass wir nicht die Chance hatten, bei dir zu Hause zu feiern, Adrien.
Machst du Witze? Das ist der beste Geburtstag, den ich je hatte. Wirklich? Wirklich, die meisten meiner Geburtstage zu Hause sind wie ganz normale Tage. Irgendwann taucht Nathalie auf, überreicht mir ein Geschenk, sagt alles Gute zum Geburtstag und macht sich wieder an ihre Aufgaben. Das hier ist wirklich ein denkwürdiger Geburtstag. Wow, es freut mich so, das zu hören, Adrien. Hey, lass uns ein Selfie machen, nur du und ich. Dann habe ich ein Andenken an heute. Tja, Marinette, du hast nicht nur Paris vor der Bedrohung durch die Sphinx gerettet. Du hast auch Adrians Geburtstag gerettet, du kannst stolz auf dich sein. Ja, es hätte schlimmer sein können. Trotzdem, eines gibt es noch, das sie erledigen muss, bevor wir Feierabend machen können. Und das wäre? Auch wenn Chloe die Schuld an diesen ganzen Sache haben mag, sie wurde ja ganz schön niedergemacht. Ich sollte nach ihr sehen, um sicher zu gehen, dass es ihr gut geht. Aber seien wir ehrlich, Marinette, Chloe wird wahrscheinlich aber mit dir reden. Ich weiß, Marinette hat ihren Teil getan. Das ist ein Job für Ladybug. Los, Tiki, auf geht's zum Le Grand Paris. Ernsthaft? Sie will es, sag, nochmal versuchen? Na, meinetwegen. Dann sehen wir mal, wie die Sache jetzt, sag, noch hier ausgehen mag. Puh, meine Chloe ist heil zurückgekommen. Okay, Le Grand Paris. Ladybug! Chloe, ich wollte nur nach dir sehen und schauen, ob alles okay ist. Schluss mit dem Theater, Ladybug. Du bist doch nur hier, um den Ruhm dafür einzuheimsen, dass du Paris schon wieder gerettet hast. Das stimmt nicht, ich. Ist nicht das, was dich glücklich macht? Übrigens, wenn du dachtest, ich würde in Tränen ausbrechen und mich bei dir für meine Rettung bedanken, dann hast du dich geschnitten. Ich sehe schon, du bist immer noch wütend auf mich, weil ich dich nicht wieder Queen Bee sein lasse. Ich fürchte, da kann ich nichts tun. Ich werde immer Queen Bee sein. Was gestern passiert ist, ändert überhaupt nichts. Ich werde das Bee Miraculous wiederbekommen, auf die eine oder andere Weise. Ich sehe schon, du bist immer noch dieselbe, Chloe. Ich denke, nichts anderes spielt hier eine Rolle. Man sieht sich, Chloe. Ich weiß genau, wann die Zeit kommt. Wenn die Zeit kommt, wirst du das Richtige tun. Währenddessen war Magress anwesend. Gabriel, bevor du etwas sagst. Nicht, Nathalie. Falls du dich entschuldigen möchtest, ist es nicht nötig. Der einzige Grund, warum ich deinem Plan nicht zugestimmt hatte, ist die Tatsache, dass es zu gefährlich für dich ist, das beschädigte Faun Miraculous zu benutzen. Wenn schon keine Entschuldigung, so möchte ich doch wenigstens meine Bedauern zum Ausdruck bringen. Bedauern weswegen? Das alles war nicht umsonst. Im Gegenteil, wir haben Vorkehrungen für unseren nächsten Schritt getroffen. Unseren nächsten Schritt? Du meinst, du hast immer noch Pläne für Chloe? Ich würde für sie noch nicht die Hand ins Feuer legen. Aber ich weiß, dass es nur noch einen kleinen Schubs braucht, damit sie sich uns anschließt. Ich denke, du hast recht, aber wie? Diesmal keine Handlanger. Wenn wir Chloe wieder mit einbeziehen wollen, sollten wir es sein, die ihr die Gelegenheit geben, nach der sie sucht. Das stimme ich zu. Diese Chloe hat tatsächlich etwas an sich. Geben wir ein wenig Zeit zum Nachdenken, bevor wir wieder auf sie zugehen. Gute Idee, Nathalie. Nathalie, was den Anhänger angeht? Keine Sorge, Gabriel, darum habe ich mich gekümmert. Ich habe ihn zerstört, bevor wir den Eiffelturm verlassen haben. Oh gut, verzeih mir, Nathalie, aber ich musste einfach fragen, wenn... Ich weiß, du musst mir das nicht erklären, Gabriel. Richtig. Ja, ein paar offene Fragen wurden somit deshalb auch noch gemacht. So, du hast einen neuen Spezialanzug für Ladybug und Cat Noir freigeschaltet. Wie bitte? Du hast das Spiel durchgespielt. Wenn du jetzt möchtest, kannst du das Abenteuer erneut im Game Plus Modus spielen. Und alle fantastischen Kräfte behalten, die du in deinem ersten Durchgang freigeschaltet hast. Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal eher nein. Vom Hauptmenü aus. Game Plus. Glaubst du, dass Ladybug gestern meine Nacht bekommen hat? Müsste man dann jetzt eigentlich vom Game Plus Modus aus? Okay, es könnte er sagt dann, dass wir den Game Plus Modus nutzen müssen. Und dann er sagt, na, die Sachen mit dem Album, er sagt, durch voll zu kriegen. Die Sache mit den Freunden. Oder mit den Erinnerungen. Ja, ich denke mal, da können wir jetzt, er sagt, nichts machen.
Wobei natürlich das Bild der Sack hier von Adrien und Marinette, das er sagt schon ziemlich gut für ein Ende. Ansonsten, was ich Ersack sowieso noch tun kann, ist jetzt natürlich erstmal wieder zurück zum Master Fu zu gehen. Um dann Ersack auch mal zu sehen, wie sähe denn die Sache da jetzt aus mit ein paar besonderen Informationen noch. Aber ansonsten habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz das Gefühl, dass ich jetzt noch den Bilder... Obwohl eigentlich New Game Plus ist doch was... Ich weiß nicht. Ich kann dazu jetzt wirklich nicht gerade so viel zu sagen. Also gut, alles scheint der Sack jetzt erstmal wieder normal zu sein. Gut. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Kwami-Laden. Ja, nehmen wir Marinette Pacheng. Adrien Agrest. Alias César. Tja, wenn, dann würde ich ja sagen, jetzt eigentlich nur noch Gabriel und Nathalie dann noch ins Album aufnehmen. Ja, ansonsten mal sind 30, 45, 70, 140. Es wäre jetzt aktuell wirklich, ich sag immer noch ein bisschen zu viel. Tja, es wäre ansonsten immer noch ein bisschen zu viel hier. Aber wenigstens ein paar Sachen konnten wir jetzt auch wieder verbessern. Tja, wenigstens ein paar Sachen konnten wir hier noch verbessern. Ansonsten ist natürlich jetzt auch ein bisschen problematisch, ja, mit dem Rest des Ganzen. Aber gut. Wollen wir dann doch mal sehen, wie denn jetzt der Sack so das Album an der einen Stelle jetzt aussehen mag. Der Part mag zwar jetzt der Sack noch mal um einiges länger gehen. Aber gut, nochmal das Album. Und dann mal sehen, Freunde. Das sieht doch euer Sack jetzt viel besser aus. Ja, das war doch jetzt irgendwie ein bisschen besser. Nur die Sache ist jetzt hier mit Sphinx und dann natürlich mit Hawkmoth, oder besser gesagt
mit Majura, den Untergrund der Raupe. Und dann geht es auch noch mit Hawkmoth am Ende hier. Ah, das missfällt mir jetzt wirklich ein bisschen, aber... Tja, ansonsten können wir, mal im nächsten Part mal sehen, dass wir vielleicht, mal den Akuma-Modus mal anschmeißen. Um da mal zu sehen, wie schwer das Ganze jetzt im Vergleich zum normalen Modus ist. Was da, jetzt so die großen Unterschiede sind. Das könnten wir, im nächsten Part noch machen. Ansonsten, die 100% in Levels. Ja, darauf habe ich jetzt, nun wirklich keine Lust mehr. Wir könnten, vielleicht nochmal durchzählen, wie viele, Macarons wir eigentlich insgesamt noch brauchen, um das Informationsalbum vollzukriegen. Aber ansonsten, ich wüsste jetzt, auch nicht so ganz... Glaubst du, dass Ladybug gestern mal eine Nachricht bekommen hat? Wüsste ich jetzt auch nicht, wie wir die anderen Fotos vervollständigen sollen. Ob man das wirklich bloß mit dem New Game Plus Modus hinkriegt? Oder mit dem Game Plus Modus? Hm, schwer zu sagen. Tja. Anscheinend kann man jetzt erstmal hier wirklich nicht gerade sehr viel mehr machen. Dass die Hauptstory ist, vorbei. Besondere Gespräche kann man jetzt, nicht mehr führen. Sodass man, das Fotoalbum voll machen kann. Und jetzt, den Game Plus Modus anzuschmeißen, nur deshalb. Ja, das finde ich, jetzt nicht gut. Nun denn, wir können, im nächsten Part, wie schon gesagt, auch nochmal den Akuma-Modus mal anschmeißen, um mal zu sehen, wie der so ist. Das wäre jetzt noch eine Sache, die ich machen kann. Ansonsten, ja, sage ich dann jetzt erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wo es dann vielleicht auch schon der letzte Part sein wird. Oder vielleicht auch nicht. Müssen wir mal sehen. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum Akuma-Modus. Ausprobieren. Bis dann und ciao, bis dahin.